Unser Körper verfügt über ureigene innere Heilkräfte. Immer wieder kann er sich selbst ins Gleichgewicht bringen. Das Gehirn steuert diese Prozesse. Seine wichtigste Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir am Leben bleiben. Jeder Mensch trägt den inneren Arzt, die Selbstheilungskräfte, in sich. Am schönsten sieht man es eigentlich, wenn man eine Verletzung hat, eine Wunde, man hat sich geschnitten. Und dann kann der Arzt im Grunde genommen nur möglichst kompetent dafür sorgen, dass das wieder heilen kann. Aber heilen muss es allein. Und das kann der Körper. Der kann alles wieder heil machen, weil er offenbar über ein Wissen verfügt, wie es richtig zu sein hat. Das Bewusstsein für die inneren Heilkräfte des Menschen ist mit der Technisierung der Medizin in den Hintergrund getreten. In den Vordergrund rückte die Beherrschbarkeit von Krankheit durch Medikamente und Technik. Der Mensch als Ganzheit aus Körper und Seele ist dem Symptom oder dem betroffenen Organ gewichen. In den letzten Jahren besinnen sich mehr und mehr Mediziner zurück auf die Kraft des inneren Arztes und beantworten damit auch die Frage, die viele Patienten stellen: Was kann ich selbst für mich tun? Sich so mühelos zu bewegen, war für Frank Günther vor kurzem noch undenkbar. Er litt unter schmerzhafter Arthrose im Knie. Dauerstress führte zu Rücken- und Kopfschmerzen. Am Ende stand ein Burnout. Dem Familienvater drohte die Arbeitsunfähigkeit. Also ohne, dass ich jetzt sagen konnte, ich habe handwerklich gearbeitet, meine Knie belastet oder Treppen gestiegen, habe ich stark auftretende Knieschmerzen gehabt, also die so weit gingen, dass ich dann teilweise auch zu Hause abends gar nicht mehr nach oben gegangen bin, die Treppen, sondern dass ich unten geschlafen habe, weil es einfach so schmerzhaft war, auch nachts einfach auf Toilette zu gehen, dass ich rückwärts die Treppe runtergegangen bin oder auf allen Vieren die Treppe plötzlich gehen musste. Und gleichzeitig viel Stress auf der Arbeit, dass ich irgendwann dann komplett erschöpft eigentlich einen Zusammenbruch erlebt habe, auch wo ich also gar nichts mehr ging. War Kreislauf weg, Blutdruck schwankte von 180 zu 140 auf 120 zu 80 in der nächsten Sekunde, Schwindelanfälle. Also Panikattacken bis zum Erbrechen und Gedanken haben nur noch gekreist und also es ging nicht mehr, war vorbei. Ich wollte nur noch, dass es irgendwie aufhört und es ging gar nichts mehr. Frank Günther war von Arzt zu Arzt gelaufen. Doch Salben, Massagen, Spritzen und Tabletten halfen nicht weiter. Das Problem musste im Kern gepackt werden. In der Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin in Essen fand Frank Günther Linderung. Wie ihm geht es vielen Patienten, die hierher kommen. Sie leiden an chronischen Krankheiten wie Schmerzen, Rheuma, Asthma oder Darmerkrankungen. Die Schulmedizin konnte ihnen nicht mehr weiterhelfen. In der konventionellen Medizin ist natürlich eine sehr große Spezialisierung mittlerweile, ein hoher Spezialisierungsgrad eingetreten, dass es eben Spezialisten für das Kniegelenk, für den Rücken gibt, für den Kopf, für den Magen, für das Herz. Und der Generalist, der quasi den ganzen Menschen einschließlich des Geistes und der Seele betrachtet, tritt immer mehr zurück. Und gerade Patienten mit chronischen Erkrankungen haben selten ein Monoorganproblem, sondern es ist der ganze Mensch betroffen. Und häufig reicht es nicht, dieses eine Organ zu behandeln, sondern muss den ganzen Menschen sehen, um letztendlich auch die Interaktion von den unterschiedlichen Baustellen des Körpers ausreichend behandeln zu können. Körper und Seele werden in Essen als untrennbare Einheit betrachtet. Nicht die Krankheit, sondern der Patient mit seinen inneren Ressourcen steht im Mittelpunkt. Das Besondere ist das in Europa bisher einzigartige Konzept. Die klassische Schulmedizin wird ergänzt durch naturheilkundliche Therapien und Verfahren der sogenannten Mind-Body-Medizin. Mind-Body-Medizin unterstützt die Fähigkeiten des Gehirns und des Geistes, die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen. Ganz praktisch betrachtet bedeutet es, dass das Körper-Geist-Therapien miteinander kombiniert werden, dass es körperorientierte Therapien sind. Das sind zum Beispiel bestimmte Formen von Massage, Gua Sha, Akupunktur kann da zum Beispiel dabei sein und aber auch Geist-Seele-Therapien.
orientierte Therapien, wie zum Beispiel eine Meditation, ein Gespräch, eine kognitive Umstrukturierung, also die Fähigkeit, mit selbstschädigenden Gedanken besser umzugehen. Stress ist einer der größten Feinde der inneren Selbstheilungskräfte. Wenn wir hingegen positiv, gelassen und optimistisch gestimmt sind, kann sich das günstig auf Gesundheit und Krankheit auswirken. Diese Erkenntnisse macht sich die Mind-Body-Medizin zunutze, die aus der Stressforschung entwickelt wurde. Ja, wir machen jetzt den Body-Scan. Das ist eine Übung, die hier zu Entspannungszwecken eingesetzt wird. Das heißt, wir gehen den ganzen Körper einmal durch. Die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion ist eine Form der Meditation. Das Ziel, sich ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und mit unserem Geist Einfluss auf den Körper zu nehmen. Dass sich Meditation positiv auf die Gesundheit auswirkt, ist in der Forschung vielfach nachgewiesen worden. Sie senkt den Blutdruck, verlangsamt die Atemfrequenz und den Herzschlag. Depressionen, Stressempfinden und Angstzustände können verbessert werden. Die tolle Erkenntnis war, dass ich das, was in mir geweckt worden ist an Kräften, dass ich das immer getragen habe. Also ich habe mich dann erinnert, wie bin ich denn früher damit umgegangen? Auch hier diese Atemübung mit Qigong oder Tunja, habe ich gesagt, ja stimmt, Mensch beim Schwimmen. Jahrelang Leistungsschwimmen gemacht, was hast du getan, um dich zu konzentrieren? Und dann wieder so, sich dieser Kräfte bewusst zu werden und die wieder einsetzen zu können. Also gerade diese Mitte zu finden durch den Atem in dieser Meditation, das ist, glaube ich, das hat mich am meisten berührt, weil es mir am meisten geholfen hat im Umgang mit dem Schmerz und mit unruhigen Gedanken. Das war so ein Bindeglied zwischen Körper und Geist. Die meisten von uns begeben sich erst dann auf die Suche nach den inneren Ressourcen, wenn sie bereits ausgeschöpft sind. In Essen werden den Patienten Wege gezeigt, wie sie ihre Kräfte selbst wieder anzapfen können. Dabei helfen bewusste Ernährung und Bewegung, aber auch Strategien, um hausgemachten Stress selbst wieder in den Griff zu bekommen. Wir machen weiter. Setzt ihr euch nochmal ins Plenum. Die wichtigste Methode ist die sogenannte kognitive Umstrukturierung. Die Technik, die ich Ihnen vorstellen möchte, kleine Technik, ist das ABC. Das A steht für einen Auslöser. Beispiel, ich fahre und hab's eilig, Straßenverkehr, wunderbare Möglichkeit zum Üben. Und vor mir, der fährt so langsam, dass die schöne grüne Ampel doch noch rot wird. Auslöser, Bewertung, Konsequenz. Ob wir Stress empfinden oder nicht, hängt auch davon ab, wie wir eine Situation bewerten. Je nach Bewertung reagieren wir gelassen, mit Ärger oder übermäßigem Stress. Dabei muss Stress an sich gar nicht negativ sein. In Maßen ist er sogar notwendig, damit wir leistungsfähig sind. Die Patienten lernen, wie sie selbstschädigende Gedanken und damit unnötigen Stress vermeiden können. Die Mind-Body-Medizin bietet vor allem eines: Selbsthilfestrategien, um Krankheiten zu lindern, gesund zu werden und gesund zu bleiben. In den USA ist sie längst eine feste Größe im Gesundheitswesen. Hier in Deutschland wird sie noch viel zu wenig beachtet. Doch nicht jede Methode wirkt bei allen gleich. Jeder muss hier seinen eigenen Weg finden. Frank Günther hat gelernt, mit seinen Schmerzen und dem Stress des täglichen Lebens besser umzugehen. Der Mix aus mentalen und körperorientierten Ansätzen war schließlich erfolgreich. Auch naturheilkundliche Anwendungen können Selbstheilungskräfte unterstützen, wie zum Beispiel Gua Sha, eine Schabemassage aus China. Durch gezielte Reize auf das autonome Nervensystem werden Reaktionen im Körper hervorgerufen. Irgendwann hat es bei Frank Günther Klick gemacht. Meine Frau hat mich dann am 5., 6. Tag dann hier besucht und wir saßen ganz normal, haben uns unterhalten und dann dachte ich, Mensch, die guckt so komisch und hast du was, was möchtest du denn von mir? Dann sagt sie, Mensch, Frank, sagt sie, also du bist viel ruhiger und deine Augen vor allen Dingen, deine Augen sehen ganz anders aus. Und sagte, wie, was sind meine Augen? Ja, sagt, irgendwie sehen die so aus wie früher. Du bist irgendwie wieder da. Ja, ich spüre mich selber wieder, ich bin auf dem richtigen Weg. Natürlich, Knie, irgendwas ist kaputt, es werden immer mal wieder Schmerzen auftreten, aber ich habe keine Angst mehr davor und ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Und ich hoffe, dass ich das dann auch so in meinen Alltag mit rüberbringen kann. Wir können viel dazu beitragen, gesund zu bleiben und gesund zu werden. Doch alles haben wir nicht in der Hand.
Auch sind wir es nicht alleine, die für Gesundheit oder Krankheit verantwortlich sind. Ja, alle Menschen kommen ja gesund auf die Welt. Also und neurobiologisch kann man nun sogar noch sagen, mit einem unglaublichen Potenzial. Da könnte sozusagen unglaublich viel draus werden. So neugierig, so entdeckerfreudig wie damals, als wir noch ganz klein waren, sind wir alle heute nicht mehr. Das heißt, am Anfang geht es gut los, geht auch richtig los. Da weiß der Körper offenbar auch, was er zu tun hat, weiß das Gehirn auch, was es zu tun hat, damit man gesund bleibt. Das heißt, das Gehirn kann diese Aufgabe, wofür es eigentlich da ist und woran es sich strukturiert hat, nämlich auf den Körper aufzupassen, optimal wahrnehmen. Und das ist dann vergleichbar, als ob man so ein Haus baut. Am Anfang ist das Fundament und alles noch wunderbar schön gerade. Das wäre der gesunde Teil von einem selbst. Und dann fängt man an, sich an die anderen anzupassen und an die Erfordernisse dieser Familie, dieser Schulklasse, dieses Kulturkreises und dieser Zeit, in die man da gerade mal hineingeboren wird. Und das macht man und dann wird sozusagen das Haus immer schräger. Und irgendwann wird es wackelig und fängt an, bröckelig zu werden und bricht zusammen. Und dann ist irgendwas im Körper, der Rücken oder die Hüfte oder das Knie oder der Magen oder das Herz, macht es nicht mehr mit. Hält die Belastung der Schrägheit dieses inzwischen so schräg gebauten Hauses nicht mehr aus. Das ist dann die Schwachstelle, an der man dann krank wird. Und dann gibt es immer diese zwei Möglichkeiten. Dann kann man entweder versuchen, das schief gewordene Haus mit Hilfe von Reparaturmaßnahmen zu stützen, damit es so stehen bleiben kann. Und schöner finde ich diese andere Variante, dass man versucht, noch mal zurückzugehen und dem Körper zu helfen, seine ursprünglichen Selbstheilungskräfte wiederzufinden. Boston, USA. Hier an der Universität Harvard ist die Wiege der Mind-Body-Medizin. Und hier wird auch erforscht, was viele als so hilfreich gegen Stress empfinden. Die achtsamkeitsbasierte Meditation. Das Training zum Stressabbau wird auch in Europa immer populärer. Die Neurowissenschaftlerin Sarah Lazar gehört zu den Pionierinnen der Meditationsforschung in den USA. Hier am renommierten Massachusetts General Hospital geht sie mit der deutschen Psychologin Britta Hölzel der zentralen Frage der Meditationsforschung nach. Was passiert im Gehirn von Menschen, die meditieren? Seit 10 Jahren gibt es ein großes Interesse daran, wie Meditation die Aktivität und die Struktur im Gehirn beeinflusst. Wir haben herausgefunden, dass regelmäßiges Meditieren die Verknüpfungen im Gehirn und die Kommunikation der Zellen untereinander verändert und dass sich das Gehirn, je mehr man meditiert, umso mehr verändert. We're not getting caught up in these emotions, but we're just observing them the way they're. Dass buddhistische Mönche, die täglich meditieren, höhere Aktivitäten in bestimmten Hirnarealen aufweisen, das konnten Forscher bereits aufzeigen. Britta Hölzel befasste sich mit der Frage, wie wirkt sich regelmäßige Meditation auf gesunde, gestresste Personen aus, die aber noch nie meditiert haben? Spiegelt sich das subjektive Gefühl von weniger Stress auch im Gehirn wider? 16 Probanden erhielten ein 8-wöchiges Meditationstraining. Auch zu Hause mussten sie täglich meditieren. Vor und nach dem Meditationstraining füllten die Probanden Fragebögen aus, in denen sie angeben sollten, wie gestresst sie sich fühlten. Es zeigte sich, nach 8 Wochen war ihr subjektives Stressempfinden deutlich gesunken. Nun war die Frage, ob sich im Gehirn tatsächlich etwas verändert hatte. Die Aufnahmen im MRT, dem Magnetresonanztomographen, förderten Erstaunliches zutage. Hier demonstriert an einem Testgerät, das dazu dient, die Probanden auf die MRT-Aufnahmen vorzubereiten. Erstmals konnten die Forscherinnen sichtbar machen, dass sich bei ein und derselben Person innerhalb von nur 8 Wochen Meditationstraining die Struktur spezifischer Hirnareale verändert hatte.
Wir haben Aufnahmen gemacht vor dem Meditationstraining und dann wieder danach und haben festgestellt, dass die Dichte der grauen Substanz zugenommen hat in Arealen. Hier, das ist der Hippocampus. Und das ist interessant, weil man vom Hippocampus weiß, dass er anfällig ist für Stress und dass Neurone im Hippocampus sterben können, wenn die Stresslevel, wenn die Cortisol-Level zu hoch sind. Und das ist eben faszinierend zu sehen, wie was für eine Plastizität das Gehirn hat, dass man auch Veränderungen, die vielleicht aufgrund von zu viel Stress oder so stattgefunden haben, dass man die auch wieder umkehren kann und sich neue graue Substanz zu bilden scheint. Der Stress wurde regelrecht aus dem Gehirn gefegt. Aus einem Areal, das zuständig ist für Gedächtnis und Lernen. Funktionen, die unter Stress schnell leiden. Für Britta Hölzel hat die Meditation aber noch eine umfassendere Bedeutung. Das Spannende an der Meditation ist, dass sie einem dazu hilft, Dinge anders zu sehen, einen größeren Gesamtzusammenhang zu sehen und eine Blickweise darauf zu nehmen, wie wirken sich verschiedene Sachen auf mich aus. Also zum Beispiel auch besser wahrnehmen zu können, wenn ich mich viel bewege, wenn ich Sport mache, dann fühle ich mich besser, dann geht es mir anschließend besser. Das heißt, die Meditation ist sozusagen so dieses Werkzeug, um drauf zu schauen, wirklich bewusst zu leben, bewusst zu erleben und wissen, was mit einem passiert. Also im Gegensatz zu medikamentöser Behandlung oder so hat man mit der Meditation wirklich selber die Möglichkeit, das eigene Wohlergehen zu verbessern. Die Forschungen gingen noch weiter. So konnte Sarah Lazar erste Hinweise darauf finden, dass Meditation möglicherweise sogar den Alterungsprozess im Gehirn aufhalten kann. Wir stehen noch ganz am Anfang. Wir konnten diese Unterschiede und Veränderungen feststellen, müssen jetzt aber weitere Fragen untersuchen. Wird der Alterungsprozess tatsächlich verlangsamt? Was bedeutet das genau? Und hängen alle oder nur einige Faktoren mit der Alterung zusammen? Jeder Mensch braucht sozusagen etwas anderes, damit er gesund bleibt und damit er gesund wird. Im Groben, wenn man das dann über alles so betrachtet, kann man sagen, es sind drei ganz wichtige, gesundmachende Dinge, die jeder Mensch braucht. Jeder Mensch braucht das Gefühl, dass er was kann, dass er auch Kompetenzen hat und dass er sich in vielen unterschiedlichen Lebenssituationen auch zurechtfindet. Das ist so das, was wir Selbstvertrauen nennen. Vertrauen, dass ich es kann. Das reicht aber meistens nicht. Das sieht man ja spätestens dann, wenn man krank wird. Und dann wäre es schön, wenn man das zweite Vertrauen auch noch hätte, was aber dann schon viele Menschen nicht mehr haben, nämlich das Vertrauen, dass, wenn ich es alleine nicht mehr schaffe, jemand kommt und mir jemand beisteht, damit es wieder gut wird. Das ist schon toll, wenn man dieses auch noch hat. Und dann gibt es noch ein drittes Vertrauen, was offenbar nur Menschen entwickeln können. Das ist schwer auszudrücken. Es hat schon was mit Spiritualität und Religiosität zu tun. Am schönsten kann man es vielleicht so umschreiben, dass man sagt, das ist das Vertrauen, dass man in dieser Welt gehalten ist und dass es wieder gut wird. Guck mal hier. Du hast ein Fenster jetzt geholt. Nein! Das kann ich nehmen. Vor 4 Jahren wurde Petra Rang von einem Tag auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Ich will nicht sterben. Das war so der erste Gedanke. Weil mit Krebs assoziiert ja jeder Sterben. Brustkrebs lautete die Diagnose. Die 47-Jährige arbeitete als Leiterin einer Kindertagesstätte in der Nähe von Kassel und war gerade dabei, eine Fortbildung in der Qualitätssicherung abzuschließen. Versprochen. Wenn Sie da reinkommen in das Wartezimmer, dann kriegen Sie auch mal einen Schock erst. Da sind Perückenfrauen, da sind ganz hagere Frauen. Dann sehen Sie die Frauen mit den Fischaugen, die kriegt man in der Chemo, indem man ganz dunkle Augenringe bekommt. Und eben die Glatzenläufer. Und dann sitzen Sie da bei der Erstdiagnostik und denken, boah, zu denen gehörst du auch bald. Ihre linke Brust wurde amputiert und mit Hilfe von Muskelgewebe aus dem Rücken wieder aufgebaut. Petra Rang bekam Chemotherapie und Bestrahlungen.
Eine Freundin fotografierte sie kurz nach der Amputation. Das ist halt im Leben so. Und entweder man geht damit um oder man verzweifelt dran. Und deswegen auch diese offensive Art, damit umzugehen. Und auch zu gucken, wie man sich danach wieder verändert. Und das hier ist so mein Lieblingsfoto, weil das für mich so aussagt, da sind meine Anzeichnungen und da ist das Brett, das ich vielleicht auch vor dem Krebs vorm Kopf hatte. Der Krebs stand am Ende einer Reihe von Schicksalsschlägen, die Petra Rang erlebt hatte. Ihr Vater war früh gestorben. Ein paar Jahre vor der Diagnose hatte sie ihren 13-jährigen Sohn verloren. Später sollte ihr Mann einen schweren Unfall erleiden. Der Krebs gab ihr den Impuls, sich wieder ganz dem Leben zuzuwenden. Seit 4 Jahren ist sie ohne Befund. Doch sich bereits als geheilt zu betrachten, hielt sie für vermessen. Ganz großen Anteil haben natürlich die Ärzte, aber was ich für mich so wahrgenommen habe, ist, wenn ich nicht gesund werden will, dann werde ich nicht gesund. Ich hatte Kolleginnen bei mir in dem Chemozimmer, bei denen war das Leben nicht prickelnd und die wollten auch nicht gesund werden, weil die nicht gewusst haben, wofür. Und die leben auch nicht mehr. Also das war noch mal eine Option für mich, die mir ganz bewusst gemacht hat, wie wertvoll Leben ist. Und man muss sich da entscheiden. Und ich denke mir, wenn sie sich entschieden haben, dann entwickeln sie auch die Selbstheilungskräfte. Was ich einfach getan habe, ich habe viel Altes losgelassen, um das zu werden, was mir eigentlich in meiner Vorstellung ähnlicher ist. Petra Rang krempelte nicht ihr gesamtes Leben um. Sie arbeitete weiter, sorgte aber für eine weniger beanspruchende Arbeit als Koordinatorin. Sie lernte, achtsamer mit sich umzugehen und nicht nur für andere, sondern auch für sich selbst zu sorgen. Auch den Schicksalsschlägen in ihrem Leben konnte sie sich neu stellen. Auf diesem Weg half Petra Rang vor allem eine. Christa Diegelmann, Psychotherapeutin in Kassel. Sie hat sich auf die Arbeit mit Krebspatienten spezialisiert und einen eigenen Ansatz entwickelt. Ihre Methode, Trust genannt, basiert auf neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung, Traumatherapie und positiven Psychologie. Morgen, Frau Diegelmann, grüß Sie. Ziel ist es, Krebspatienten zu befähigen, auf ihren eigenen Stresslevel Einfluss zu nehmen. Studien haben gezeigt, dass vor allem Gefühle von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit Krankheitsverläufe verschlechtern können. Wenn eine Schallplatte einen Sprung hat oder einen Kratzer, dann bleibt der Tonkopf eben in der Rille hängen. Und so ähnlich ist es, wenn ich vielleicht diese Diagnose Krebs bekomme, dass mein Gehirn in einem Extremzustand ist und die Weiterverarbeitung von allen eintretenden Reizen blockiert ist. Und da ist es eben hilfreich, wenn ein Therapeut diesen sogenannten Tonkopf in die nächste Rille packt, damit die Musik wieder weiterlaufen kann. Und das ist so das Grundprinzip meines Vorgehens, auch darauf zu vertrauen, dass jeder Mensch im Grunde genommen seine eigenen Ressourcen hat und die vielleicht auch neu erspüren kann und weiterentwickeln kann, um tatsächlich auch sich an diese neue Lebenssituation im guten Sinne anpassen zu können. Also sprich, damit überhaupt zurechtzukommen. Wollen Sie gar nicht wieder runter, ne? Auch Petra Rang hat hier gelernt, Druck und Stress abzubauen und sich auf ihre eigenen Ressourcen zu besinnen. Imaginationsübungen helfen ihr dabei, sich durch die Kraft der Vorstellung in eine andere Situation zu vertiefen. Die Patienten können so an eigene positive Erfahrungen anknüpfen, selbst in Momenten tiefster Verzweiflung. Und das kann sich sowohl auf die Psyche als auch auf den Körper auswirken. Auch wieder von dieser Reise, von diesem kleinen inneren Ausflug erstmal verabschieden. Je nachdem, womit ich mein Gehirn beschäftige, reagiere ich auch auf der Körperebene. Also wenn man den Patienten oder die Patientin bittet, sich vorzustellen, vielleicht mal in eine schöne gelbe Zitrone reinzubeißen, dann reagiert der Körper ja unmittelbar. Ja? Also es entsteht Speichelfluss und
So kann man sehr schön anschaulich machen, wie der Körper reagiert durch die Kraft der Vorstellung. Durch die Angebote, die Christa Diegelmann macht, können Stress- und Angstblockaden im Gehirn gelöst werden. Erst dann ist auch der Weg frei, dass die Selbstheilungskräfte wieder aktiv werden. Oft sind die Angebote erstaunlich einfach, wie das ABC des Wohlbefindens. Also sagen Sie doch einfach mal einen Buchstaben, irgendeinen aus dem ABC. B. Und dann würde ich Sie bitten, überlegen Sie mal, welche Worte fangen mit dem Buchstaben B an und haben mit Wohlbefinden zu tun. Beziehung. Okay. Brombeereis. Aha. Ballspielen. Bett. Das klingt zu simpel, aber man braucht dazu keinen Kurs, das kostet kein Geld, das kann man jeden Tag ausprobieren, sich einfach einen Buchstaben vorzustellen und dazu Dinge zu assoziieren, die mit Wohlbefinden zu tun haben. Wenn ich das jetzt aber Patienten vorgebe und sie bitte oder ihnen vorschlage, das können sie machen, wenn die Angst kommt, wenn sie nachts wach liegen, dann müssen die natürlich verstehen, warum sie das machen sollen. Also nicht, keinesfalls nicht denk positiv oder ist alles nicht so schlimm, sondern weil es so schlimm ist, ist es wichtig, Wege zu kennen, wie ich mein Gehirn in einen anderen Erregungszustand bringe, wo es wieder leistungs- und handlungsfähig ist. Hoffnung. Wie die Macht der Gedanken Selbstheilungsprozesse in Gang setzen kann, dafür liefert insbesondere die Placebo-Forschung beeindruckende Hinweise. Dr. Ulrike Bingel erforscht seit mehreren Jahren, wie Placebos wirken. Placebos sind zum Beispiel Scheinmedikamente, die aus Kochsalzlösung, Zucker oder Stärke bestehen. Bei den Placebos ist es ja so, es ist keineswegs so, dass die Milchzuckertablette wirkt, sondern es ist der Glaube daran, dass sie wirkt. Der Glaube, es sind verschiedene psychologische Faktoren, Glaube, Erwartung, auch Vorerfahrung mit Medikamenten prägen den Placebo-Effekt. Oder in anderen Worten, wenn ich eine positive Erwartung an etwas habe, zum Beispiel daran, dass diese Creme meine Schmerzen lindert oder die Tablette meine Übelkeit lindert, dann löst das den Placebo-Effekt aus. Das ist das Kontrollfeld. Am besten erforscht ist die Wirkung von Placebos bei Schmerzen. Hier am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde ein wegweisendes Experiment durchgeführt. So. Getestet wurde eine scheinbar hochwirksame Schmerzsalbe. Tatsächlich aber war es ein Placebo. An der roten Stelle wurde eine Kontrollsalbe aufgetragen. Im grünen Feld die vermeintliche Schmerzsalbe. Nach 15 Minuten wurde auf beide Stellen ein starker Schmerzimpuls gegeben. Er wurde von den Probanden bewertet. Die Wirkung? Dort, wo das Placebo aufgetragen wurde, empfanden die Probanden weniger Schmerzen. Um herauszufinden, was dabei im Gehirn passiert, wurde das Experiment im Magnetresonanztomographen wiederholt. Frau Somborski, alles gut bei Ihnen? Ja. Prima, dann können wir jetzt mit dem zweiten Teil des Experimentes fortfahren. Wir stimulieren also jetzt die Stelle, wo vorher die schmerzlindernde Salbe drauf war. Und Sie sollen einfach nur wie vorher die Schmerzreize auf der visuellen Analogskala beurteilen, okay? Okay. Ja, das Beeindruckende war, dass die Probanden tatsächlich auf der Stelle, wo wir die Placebo-Salbe aufgetragen hatten, deutlich weniger Schmerzen empfunden haben. Das sehen Sie hier aufgetragen. Das hier sind die Schmerzbeurteilungen auf einer Skala von 0 bis 5. Das ist die Kontrollstelle und hier auf der Placebo-Stelle deutlich weniger Schmerz. Und die erste wichtige Frage unserer Studie war dann zu sehen, ob sich das in den schmerzverarbeitenden Strukturen im Gehirn auch widerspiegelt. Und das war tatsächlich der Fall. Das sieht man hier auf der rechten Seite. Das ist ein Gehirn von oben. Hier ist vorne, hier ist hinten. Und Sie sehen hier die sogenannte Inselrinde und den sekundären somatosensorischen Kortex. Das ist ein klassisches Schmerzareal. Und da kommt auch weniger Aktivität an, wenn die Probanden den Schmerz in der Placebo-Bedingung appliziert bekommen.
Unsere Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, dass es keineswegs eingebildet ist, sondern dass die verminderten Schmerzbeurteilungen sich ja im Gehirn widerspiegeln. Wenn ich weniger Schmerz erlebe, dann ist auch sind im Thalamus, in der Insel und in anderen Arealen auch weniger Aktivität. Gleichzeitig konnten die Forscher das Areal finden, das für die Schmerzhemmung verantwortlich ist und mehr Aktivität zeigt. Die aktuellen Ergebnisse aus der Placebo-Forschung zeigen ja ganz deutlich, dass wir ein Potenzial haben auch für Selbstheilungskräfte. Bei der Placebo-Analgesie ist es ja so, dass ich weniger Schmerzen empfinde, weil ich selber mein schmerzhemmendes System aktiviere. Und das kennen wir aus anderen körperlichen Systemen auch. Ein Parkinson-Patient, der eine Besserung seiner motorischen Funktion erwartet, aktiviert tatsächlich intrinsisch sein motorisches System stärker. Und es gibt sogar Befunde aus dem Immunsystem, wodurch Lernvorgänge, immunmodulatorische Funktionen verändert werden. Und das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir selber das nutzen können. In einem weiteren Experiment konnte Ulrike Bingel zeigen, dass auch bei echten Medikamenten ein Placebo-Effekt hinzukommt. Dazu erhielten die Probanden durch einen Tropf ein schmerzstillendes Medikament. Das Frappierende? Je nachdem, was die Versuchsleiterin ihnen sagte, wurde eine andere Wirkung hervorgerufen. Stellte sie Schmerzlinderung in Aussicht, trat sie bei vielen Probanden auch ein. Rechneten die Probanden nicht damit, ein Medikament zu bekommen, wirkte es weniger stark. Dann geht's jetzt los. Ich befestige. Tatsächlich aber erhielten sie die ganze Zeit über ein wirksames Medikament. Okay, wenn Sie die einfach hier so ein bisschen... Ich starte jetzt gleich drüben das Programm, dann kommen immer die Hitzereize, die Sie auf der Skala, die Sie schon kennen, beurteilen. Okay, und dann geht's gleich weiter. Gut. Man kann sehen, die Probanden starten mit einem mittelstarken bis starken Schmerz. Auf einer Skala von 0 bis 100 ist 70 schon mittelstarker bis starker Schmerz. Wenn der Versuchsteilnehmer nicht damit rechnet, ein schmerzlinderndes Medikament zu bekommen, dann hat das Opiat natürlich eine leichte schmerzlindernde Wirkung. Das würden wir auch nicht anders erwarten, denn diese Medikamente funktionieren auch bei Bewusstlosen. Aber Sie können sehen, dass Sie den schmerzlindernden Effekt fast verdoppeln können, wenn Sie darum wissen, dass Sie das schmerzlindernde Medikament bekommen. Und noch viel dramatischer und klinisch, glaube ich, auch mindestens genauso wichtig, wenn Sie nicht wissen, dass Sie das Medikament bekommen und vielleicht sogar eine negative Therapieerwartung haben, weil Sie denken, das Medikament wird nicht mehr gegeben, dann konnte man hier die Wirkung fast komplett aufheben. Also Sie sehen, der Schmerz geht wieder auf das Ausgangsniveau zurück, obwohl Sie ein potentes Medikament bekommen. Und das verdeutlicht halt nochmal, dass diese Erwartungsmechanismen eine genauso große Rolle spielen oder wahrscheinlich noch eine größere, wenn Sie Medikamente im Spiel haben. Ziel sollte es deshalb sein, Medikamente und Therapien immer mit einer positiven Therapieerwartung zu kombinieren. Dadurch könnten unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten oder sogar Medikamente selbst reduziert werden. Die Experimente machen eines ganz deutlich: Der Arzt spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie Heilungsprozesse verlaufen. Baut der Arzt eine gute Beziehung zum Patienten auf, kann er Heilung fördern. Löst er negative Gefühle und Erwartungen aus, kann er Heilung behindern oder dem Patienten sogar schaden. Dann wirkt der böse Bruder des Placebo-Effekts, der sogenannte Nocebo-Effekt. Behandlungserfolge und Heilungsprozesse hängen also auch davon ab, was Patienten glauben und erwarten. Und das kann nicht nur durch den Arzt, sondern auch durch Informationen in Beipackzetteln oder durch Medienberichte beeinflusst werden. Preise hier von unserem Schmerzinstrumentarium. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, diese Erkenntnisse, die gibt es schon seit mehreren tausend Jahren. Auch Hippokrates hat damals schon geschrieben, dass bestimmte Kräuter nur in Kombination mit bestimmten Worten wirken. Also dieses Wissen ist ja uralt und ganz viele gute Ärzte wenden das intuitiv, vielleicht ohne das so zu nennen, schon sehr lange so an. Was ich mir wünschen würde, ist, dass halt flächendeckend auch systematischer genutzt wird und nicht so sehr davon abhängt, ob man zufällig einen Arzt hat, der diese Prinzipien aus dem Bauch heraus schon langjährig anwendet, sondern dass dem mehr Rechnung getragen wird, flächendeckend im Gesundheitssystem. An der Universitätsklinik Heidelberg wurde ein Ausbildungsprogramm entwickelt, das genau an diesen Erkenntnissen anknüpft. Dr. Jana Jünger hat hier 2001 ein Kommunikations- und Interaktionstraining für Medizinstudenten etabliert, kurz MediKit. Wann haben denn die Bauchschmerzen bei Ihnen eingesetzt das erste Mal, so für längere Zeit? So genau kann ich es nicht sagen. Das war, ich hatte erst so eine...
Ziel des Videotrainings ist es, Defizite in der Ausbildung von Ärzten auszugleichen. Denn gerade die Gesprächsführung kommt dort meist zu kurz. In Heidelberg ist das Programm fester Bestandteil des Lehrplans und prüfungsrelevant. Immer mehr Universitäten folgen dem Beispiel. Die Studenten lernen, sensibel auf die Patienten einzugehen und Gespräche zu führen, die im Berufsalltag immer wieder vorkommen. Ob Diagnose und Beratung oder das Übermitteln schlechter Nachrichten. Dargestellt werden die Patienten von Schauspielern. Sie konfrontieren die angehenden Ärzte mit ihren Beschwerden, Ängsten und Sorgen. Findet der Arzt keinen Zugang zum Patienten, nützt auch noch so umfassendes Wissen nur wenig. Das ist ja eine interessante Frage. Gibt es das, dass ein Arzt einfach alles weiß und kann? Dr. Haus ein bisschen, ja, der ist ja, hat noch sympathische Aspekte. Aber er kann nicht mit dem Patienten kommunizieren. Wir vertreten ganz klar die Meinung, das kann kein guter Arzt sein. Und er sollte unseres Erachtens auch nicht Arzt werden. Und deswegen ist für uns das Prüfen von kommunikativen Fähigkeiten zentraler Bestandteil auch des Studiums. Wer nicht kommunizieren kann, kann in unseren Augen nicht Arzt werden. Weil das so zentral ist für die Patientenversorgung, dass wir darauf nicht verzichten können. Genauso wenig, wie wir darauf verzichten können, dass jemand die adäquaten medizinischen Kenntnisse und Fertigkeiten hat. Ich möchte wieder regelmäßig zur Arbeit gehen können und ich will endlich, dass mein Leiden aufhört. Ne? Die Studenten werden dafür sensibilisiert, wie groß ihr Einfluss auf den Krankheitsverlauf eines Patienten sein kann. Fühlt sich der Patient unterstützt oder hoffnungslos? Oft sind es schon die kleinen Dinge, die große Wirkung haben. Eine zugewandte Haltung, interessiertes Nachfragen oder beruhigende Worte. Ist Vertrauen aufgebaut, kann Heilung in Gang gesetzt werden. Der Placebo-Effekt wird wirksam. Im Juli 2010 hat die Bundesärztekammer erstmals in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass der Placebo-Effekt bei jeder Behandlung auftritt und von den Ärzten berücksichtigt werden sollte. Untersuchungen zeigen außerdem, dass bis zu 80% der Diagnosen schon im Anamnesegespräch gestellt werden können. Teure Gerätediagnostik kann damit gezielter eingesetzt oder vermieden werden. Idealerweise ist es so, wenn man schon einen Patienten zum ersten Mal sieht, dass man in der Anamnese immer die psychosozialen Aspekte mit berücksichtigt, sodass man als Arzt nie in das Dilemma kommt, irgendwann zu sagen, also körperlich habe ich jetzt alles abgeklärt und was machen wir jetzt mit der Seele? Sondern dass sie von vornherein versuchen, den Zusammenhang zwischen den beiden Dingen zu erfahren, sodass sie auch am Schluss die Möglichkeit haben, auf beides adäquat einzugehen. In diesem Gespräch würde es für den ersten Punkt völlig reichen, die Diagnose mitzuteilen. Wir sagen, das ist eine somatoforme Störung. Wir wissen noch nicht genau, woher das bei Ihnen kommt. Wir verstehen noch wenig. Und unser gemeinsames Ziel ist jetzt, dass wir besser verstehen lernen, was bei Ihnen passiert. Und dann kann ich fragen, was für Ideen haben Sie dazu? Es ist ja eine besondere Situation, wenn Sie zum Arzt gehen. Das heißt, die meisten Menschen sind, wenn es jetzt nicht eine reine Vorsorgeuntersuchung ist, aber auch dann ist Kommunikation wichtig, sind ja in der Krise, sind entweder in einer psychischen Krise, sind in einer schweren körperlichen Krise. Das heißt, die kommen eigentlich in Not. Und dann hat der Arzt eine ganz zentrale Funktion, als auch als Leitfigur durch diese Krise hindurch und die Weichen zu stellen, dass der Patient dann auch die Kräfte, die in ihm selbst schlummern, aktivieren kann, um gemeinsam mit der Hilfe von außen und der Hilfe von innen eben wieder gesund zu werden oder die Gesundheit möglichst lange zu erhalten. Um diese Effekte zu erzielen, braucht es allerdings Zeit. Steigender Zeit- und Kostendruck verhindert aber, dass sich Ärzte ausführlicher den Patienten widmen. Oder aber auch mangelndes Bewusstsein dafür, wie wichtig es ist, dass sich innerer und äußerer Arzt verbünden. Würden die inneren Heilkräfte des Patienten mehr genutzt, könnten, so prognostizieren Experten, langfristig sogar erhebliche Kosten gespart werden. Also im Grunde genommen müsste ja jede medizinische Einrichtung, nehmen wir zum Beispiel ein Krankenhaus, aus diesen Erkenntnissen, die wir aus dieser Biologie und aus der Physiologie und aus der Neurobiologie gewonnen haben, aufgrund dieser Erkenntnisse müssten die eigentlich alles tun, damit bei diesen Patienten, die in diesen Krankenhäusern sind, diese Selbstheilungskräfte wieder reaktiviert werden können. Solche Krankenhäuser gibt es. Und die sind auch sehr erfolgreich. Und die sind auch nicht sehr teuer. Komischerweise ist es offenbar so, dass wenn man sich um diesen guten Geist einer Einrichtung nicht kümmert, dann geht er weg. Und das ist offenbar in vielen medizinischen Einrichtungen passiert. Da ist dieser gute Geist verschwunden und anstelle dieses guten Geistes ist ein anderer Geist gekommen. Der hat sich dann dahingesetzt. Den kennen Sie alle.
Das ist der Verwaltungsgeist. So, und der sitzt da jetzt. Und jetzt wird das gesamte Geschehen in diesem Krankenhaus, vom Chefarzt bis zur Putzfrau, bestimmt von diesem Verwaltungsgeist. Und den kriegen auch die Patienten ab. Die werden dann verwaltet. Die Putzfrau wird verwaltet. Alle haben sie das Gefühl, dass sie eigentlich jetzt nur noch diesem Verwaltungsgeist zu gehorchen haben, mit den Vorschriften, wie lange man mit einem Patienten sprechen darf und wie das Zimmer geputzt werden muss und was der Chefarzt alles für Aufgaben und Pflichten hat. Und dann findet keine Begegnung mehr statt. Und neurobiologisch und auch physiologisch und psychosomatisch würde man immer nur sagen, das kann nichts Gutes werden. Das kostet immer mehr Verwaltungsaufwand und macht immer weniger Leute gesund. Und so ein Gesundheitssystem haben wir ja im Augenblick in Deutschland. Kostet unendlich viel. Und bei uns sind die Leute nicht gesünder als irgendwo in der dritten Welt, in irgendeinem Land, wo die also bestenfalls ein Zehntel pro Person an Gesundheitskosten ausgeben. Als der Onkologe und Blutspezialist Gerd Nagel in den 80er Jahren selbst an Krebs erkrankte, änderte das sein Selbstverständnis als Arzt grundlegend. Meine Diagnose habe ich mir selber gestellt. Ich habe gemerkt, ich habe Blutpunkte an den Füßen, an den Beinen. Das ist für seinen Blutspezialisten kein gutes Zeichen. Man untersucht dann das Blut, geht ins Mikroskop, guckt sich das an. Und dann schauen einen schon diese bösartigen Zellen an. Gerd Nagel, ehemaliger Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft, war damals Chef in einer Universitätsklinik und auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er hatte eine Form der Leukämie, die als praktisch unheilbar galt. Dennoch setzte er sich ein hohes Ziel. Er wollte die Krankheit überwinden. Dass er es ohne Chemotherapie nicht schaffen konnte, war ihm als Arzt klar. Aber allein darauf wollte er sich nicht verlassen. Die größte Herausforderung war eigentlich für mich die Frage, was kann ich denn selber beitragen, um die Krankheit zu überwinden? Was ist denn in mir drin? Welchen inneren Arzt will ich denn selber aktivieren? Und da kam eigentlich für mich der größte Schock. Der Schock war weniger die Diagnose. Der Schock war die Erkenntnis, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe mich in der ganzen Karriere, in diesem ganzen Aufbau, in dieser ganzen medizinischen Welt, wo es ja wirklich hochkompetitiv zugeht, da habe ich mich eigentlich verloren. Meine Gefühle, mein Wissen, wer bin ich, meine Identität. Und das war für mich eigentlich wirklich ein ganz schwerer Moment. Und ich habe mir gesagt, ich kann nicht in eine Therapie gehen, wenn ich nicht diese meine eigenen Kräfte wieder habe. Ich muss ja selber kämpfen, selber dagegen angehen. Und dann stand ich an dem Punkt, mir das wieder zurückzuholen, was eigentlich mal mich früher ausgemacht hat. Ich bin dann wirklich in die Einsamkeit gegangen, wo keine Menschen waren. Und habe dann durch das Spüren von Holz oder Laufen im Wasser oder wirklich bewusst ein bisschen auch mich robust bewegen, so in knorrigen Ästen und in Moos und nackige Füße über das Moos laufen, ohne zu reden, ohne zu denken, nur eben die Konzentration auf diese Sinneseindrücke. Und das ging eigentlich relativ schnell. Ich war ganz erstaunt, dass doch in 10 Tagen ich dann so wieder ja, fast der Alte gewesen bin. Gerd Nagel unterzog sich einer Chemotherapie. Der Krebs konnte schließlich besiegt werden. Seine eigene Erfahrung als Patient ließ ihn als Arzt umdenken. Wir müssen besser lernen, die Kräfte des Patienten zu erfassen, den Patienten mit seinen Ressourcen zu stärken und diese Ressourcen in den medizinischen Therapieplan einzubinden. Das habe ich damals wirklich erkannt, dass wir dort enorme Defizite haben. Diese Überzeugung bestimmt bis heute sein Wirken als Arzt. 1993 eröffnete er eine eigene Klinik, die Klinik für Tumorbiologie in Freiburg. Hier konnte er seine Vorstellung einer ganzheitlichen und patientenorientierten Medizin verwirklichen. Nach meinem Dafürhalten ist das Potenzial der inneren Heilkräfte, um Krankheiten zu überwinden, zum Beispiel auch eine Krebs,
Erkrankung zu überwinden. Das ist sehr, sehr groß und von uns weit unterschätzt. Das Potenzial. Die Schwierigkeit liegt darin, eigentlich herauszufinden, welches Potenzial hat denn jetzt genau dieser Mensch, der vor mir steht? Denn wir können das nicht verallgemeinern. Die Schulmedizin und ihr Tun ist hochgradig schematisiert. Da geht man nach gewissen Schemata vor. Aber wenn es darum geht, die Ressourcen, die Heilungskräfte eines Menschen nun einzubringen in diesen Heilungsprozess, muss man die erstmal entdecken. Und da liegt eigentlich die Schwierigkeit, herauszufinden, welches Potenzial hat denn nun dieser individuelle Mensch. Da kommt er schon, der Professor Nagel. Grüezi, Frau Swinger. Grüezi, Nagel. Ist alles gut gegangen? Sie haben es gut gefunden? Ja, kein Problem. Prima, super. Dann gehen wir mal miteinander. Mhm, danke. Merci für die Nachricht. Sie haben von Geduld geredet als eigener Kraft, von Wissen, ich bin in einem Wachstum drin. Mhm. Aber diese Vorstellung, ich lebe auch ein normales Leben, ist für Sie auch eine Kraftquelle. Ja, absolut. Das ist wirklich wichtig für mich, dass ich immer wieder zurück kann in diese Normalität. Mit der Krankheit zu leben, die eigenen Kräfte zu entdecken und sie in den Heilungsprozess einzubringen, das ist das Ziel der Erstberatungen, die Gerd Nagel seit seiner Pensionierung in Zürich anbietet. Und das bedeutet, dass Patienten darin gestärkt werden, kompetente Patienten zu sein. Es ist eine bislang einzigartige Form der Beratung in der Anfangsphase der Erkrankung. Sie hilft Patienten wie Doris Singer, ihren eigenen Weg in der Krankheit zu finden. Gerd Nagel versteht sich dabei als Pfadfinder, der gemeinsam mit den Patienten ihre Ressourcen aufspürt. Und normal heißt das nicht, dann leben können mit dem, wie es eben ist? Ja, ja. Also mit der Situation umgehen und das auch annehmen können. Doris Singer ist 52 Jahre alt und hat Lungenkrebs. Geraucht hat sie nie. Einmal im Monat bekommt sie Chemotherapie und das vermutlich für immer. Gerd Nagel hat ihr geholfen, sich auf ihre Kraftquellen zu besinnen. Den Patienten zeigt er zudem Wege auf, wie sie sich innerlich auf Heilung einstellen können. Er folgt dabei einem Prinzip, das auch in der sogenannten mentalen Medizin angewandt wird, die mentale Fokussierung. Das bedeutet, sich ganz auf ein bestimmtes Ziel einzustellen. Falsche Hoffnung macht er allerdings nicht. Keineswegs, so Gerd Nagel, sollte man sich auf das Endziel Heilung als absolute Gesundung fixieren. Denn die ist ungewiss. Vielmehr geht es darum, Heilung als einen Prozess zu verstehen, der offen ist. Dann können Patienten mit ihrer Krankheit umgehen und Angst wird durch Zuversicht ersetzt. Das Gehirn steuert Heilung. Das Gehirn steuert Abwehr, Hormone, Stress. Das wird alles hier oben im Gehirn gesteuert. Und man kann dem Gehirn quasi den Befehl geben, du hältst mich in Heilung. Also das Ziel wäre Hawaii. Das ist das Ziel. Mhm. Das Ziel ist die Heilung. Ich glaube, das wollen wir nicht vergessen. Ob wir es erreichen, ist was anderes. Mhm. Aber das Ziel ist die Heilung. Und wichtig ist für Sie, ich bin unterwegs zur Heilung. Ich bin in dieser Flugbahn. Also mein Autopilot, der fliegt mich quasi zur Heilung. Ja. Irgendwo hier unterwegs bin ich. Ich bin in diesem Prozess der Heilung mit drin. Ja, so. Und dieses Bild, ich bin in der Flugbahn der Heilung, das muss jetzt als Bild im Kopf verankert werden. Wenn man mit Patienten arbeitet und sagt, der Mensch kann seinen eigenen Beitrag zur Krankheitsbewältigung leisten, dann will man das ja auch als Patient. Wenn das dann aber nicht geht, wenn das scheitert und die Krankheit halt dann doch wiederkommt oder nicht den gewünschten Verlauf zur Heilung nimmt, dann besteht wirklich die Gefahr, dass man sich dann sagt, ich bin selber schuld. Und es ist sicher ganz wichtig, frühzeitig darauf hinzuweisen, dass die inneren Heilkräfte ein Potenzial darstellen, eine Chance sind, die man nutzen sollte, aber auch keine Garantie, dass das, was man sich dann erträumt, auch wirklich passiert. Was kann ich selbst tun? Welches ist mein persönlicher Weg in der Krankheit? Und wie kann ich trotz Krankheit ein normales Leben führen? Das sind Fragen, die kompetente Patienten stellen. Sie zu unterstützen, vom Behandelten zum Handelnden zu werden,
Dafür setzt sich Gerd Nagel auch mit seiner Stiftung für Patientenkompetenz ein. Ich bin jetzt relativ scharf in dieser Sache, aber man muss das hinausposaunen, dass das im Grunde genommen ein Skandal ist, wie wenig sich wirklich das Gesundheitswesen um den kompetenten Patienten kümmert. Es wird alles finanziert, was die Krankheitstherapie anbelangt. Aber was die Patientenkompetenz fördert, den Patienten zurück in den Alltag fördert, wird außerhalb, sagen wir mal, der Rehabilitationsmedizin nicht finanziert. Und diese Form der Beratungen, das ist sicher eine Zukunftsleistung im Gesundheitswesen. Und es wird kommen, in absehbarer Zeit, dass derartige Beratungsleistungen von den Kassen bezahlt werden müssen. Da bin ich sicher. Das fordert einfach unsere Gesellschaft. Und solange ich lebe, werde auch ich das vehement fordern. Die Medizin der Zukunft, das könnte eine Medizin sein, die dem Patienten hilft, seine inneren Selbstheilungskräfte wiederzufinden. Eine Rückbesinnung auf dieses uralte Wissen könnte, so Experten, gravierende Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben. Kosten könnten gespart und unerwünschte Nebenwirkungen von Medikamenten reduziert werden. Vor allem müsste eines gestärkt werden, der Dialog zwischen Arzt und Patient. Denn erst dann können äußerer und innerer Arzt gemeinsam aktiv werden.